Westfalia TV wird Ihnen präsentiert von Ja, Olli, die Saison ist seit Sonntag vorbei. Ihr belegt den vierten Tabellenplatz, seid am Sonntag nochmal einen Platz gestiegen. Wie zufrieden bist du persönlich mit der Saison? Ja, wie zufrieden bin ich? Ich habe es während der Saison schon mal gesagt, die zweite Saison war so ein bisschen so ein Auf und Ab in der Mannschaft. Wir haben viele gute Phasen gehabt in der Saison, viele schlechte Phasen, wo es dann nicht so gut gelaufen ist. Und das hat sich auch leider auch in den Spielen so dargestellt, während der 90 Minuten, dass wir halt oft, gerade in der Rückrunde, nach einem 3-0 Rückstand dann erst angefangen Fußball zu spielen und es dann teilweise noch geschafft haben, Sieg draus zu holen, aber teilweise halt auch trotzdem noch verloren haben. Ne? Und im Gegensatz zur letzten Saison, wo wir eigentlich relativ souverän gegen die unteren Mannschaften gespielt haben, haben wir es die Saison leider nicht geschafft. Haben wir viele Punkte liegen lassen und das ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn man jetzt am Ende der Saison guckt. Aber positiv, wenn man das mal so sagen darf, ist, dass wir die letzten 5 Spiele noch mit uns zusammengerissen haben, 15 Punkte geholt haben und auch das mit einem ganz schmalen Kader. Ne? Wir haben teilweise nur 11 Leute gehabt und da waren dann noch 2 angeschlagen. Ne? Und ja, Hut ab vor der Mannschaft, dass die das dann am Ende noch so durchgezogen hat. Und ja. Jetzt ist man die zweite Saison in Folge Vierter geworden. Ich denke, das kann sich ja auch wirklich sehen lassen. Was würdest du sagen, hat letztendlich dann vielleicht auch gefehlt, um vielleicht mal ganz oben anzupacken? Ja, also für mich ist eigentlich ganz einfach, es ist die Konstanz, die dann halt fehlt. Das fängt bei der Trainingsbeteiligung an, dann mit den Leuten, die man zur Verfügung hat während der Spieltage. Ich müsste lügen, aber ich glaube, ich habe nicht einmal mit einer gleichen Viererkette gespielt zum Beispiel. Und das sind halt so Punkte, wo gerade im letzten Jahr Sieninghausen, sage ich mal, ganz groß gepunktet hat, die halt wirklich einen großen Kader hatten, 18 Leute bei den Spielen und immer alle zusammengeblieben sind. Wir haben vielleicht nicht die beste Mannschaft gehabt, ja, aber am Ende hat es dann doch gereicht, ne? Also weil sie dann halt wirklich als Team funktioniert haben. Jetzt geht nach 2 Jahren die Zeit für dich hier vorbei. Sag mal, wie war der Eindruck von dir? Wie hat es dir gefallen? Gibt es auch vielleicht eine Sache, die man mitnimmt, die du mitnimmst für die nächste Zeit? Ja, wie gesagt, also hier dieser Zusammenhalt, sage ich mal, von der Mannschaft, der hat mich sehr beeindruckt und dann natürlich auch bei den Heimspielen hier mit den Fans und so war. Das war immer alles sehr positiv. Die Fans waren immer der Mannschaft sehr wohlgesonnen und egal, was passiert ist, ne, die Mannschaft war immer top. Ne, und das nehme ich so ein bisschen mit, halt, ne, diese familiäre Atmosphäre, die halt auch immer hier geherrscht hat. Und ja, aber es ist jetzt auch für mich Zeit, was Neues zu machen, merke ich halt. Jetzt hast du natürlich aus deiner aktiven Zeit ganz andere Voraussetzungen immer vorgefunden. Wie schwierig war für dich die Umstellung, auch dann eine Kreisliga-Mannschaft zu trainieren? Musstest du dich daran gewöhnen oder war das für dich kein Problem? Ja, ich hatte die Chance ja schon in Warendorf in der Bezirksliga. Da musste ich auch schon so ein bisschen schlucken, die ersten paar Trainingseinheiten. Aber jetzt hier wusste ich auch, was ich mich einlasse und habe halt versucht, das Beste daraus zu machen. Und habe versucht, die Jungs halt weiterzuentwickeln, individuell, aber auch als Mannschaft. Und ja. Ich hoffe, da die Jungs nehmen ein bisschen was mit und mir hat es Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, jetzt sagtest du gerade, wurde auch jetzt mal Zeit für eine Veränderung. Du wechselst zur neuen Saison zu Vorwärts Aalen. Denke, eine Mannschaft, die ähnliche Ambitionen hat wie Vorhelm auch. Was gibt es aus deiner Sicht für die neue Saison auch für Ziele für dich mit der Mannschaft, mit deiner neuen Mannschaft? Ja, ganz klar. Also für mich steht im Vordergrund, dass wir oben mitspielen. Auch ganz klar um den Aufstieg, weil alles andere darunter macht keinen Spaß. Das haben wir jetzt hier auch in der letzten Saison gemerkt, dass wenn wir auf dem Platz 8 stehen, dass da auch so ein bisschen Motivation fehlt, dann kommt der eine oder andere nicht zum Training. Und das wollen wir halt von Anfang an gleich unterbinden und sagen, okay, wir spielen oben mit, wir müssen zusammenhalten und müssen halt auch Präsenz zeigen, nicht nur im Training, sondern auch in den Spielen. Ja, schön, Olli. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns ja auf jeden Fall in 2 tollen Derbys. War eigentlich immer sehr sehr eng und auch sehr umkämpft, die Derbys gegen Vorwärts Aalen. Ich denke, dass du ja auch mit einem guten Gefühl immer nach vorne wieder zurückkommen kannst. Hast, denke ich, hier sehr gute Arbeit geleistet. Und wir freuen uns dann einfach auf die nächsten Derbys mit dir. Ich freue mich auch. Danke.